Darfst jetzt gerne Fragen stellen. Stefan Lotz, Redakteur im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Ich bin zuständig für die Publikation Gemeindebrief. Wir laufen unter der URL gemeindebrief.de. Dort finden Gemeindebriefmacher Menschen, die in der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde zuständig sind, mehr als 23.000 Fotos, Grafiken und Texte zum Kirchenjahr, zu jahreszeitlichen Themen, Dinge, die Sie herunterladen können und für Ihre Flyer, Schaukastenarbeit oder auch Ihren Gemeindebrief verwenden können. Der analoge Gemeindebrief ist unheimlich wichtig. Er landet tatsächlich 100% bei den Gemeindegliedern. Er wird aus dem Briefkasten gezogen, er wird auf den Küchentisch gelegt, er wird mit ins Wohnzimmer genommen. Der ist permanent präsent. Der Gemeindebrief hat etwas mit Menschen zu tun, mit Haptik. Den Gemeindebrief kann man sogar riechen. Und wir gehen davon aus, dass 90% aller Kirchengemeinden auch einen Gemeindebrief herausgeben. Die Reichweite ist gigantisch. Wir haben in Deutschland im Vergleich zu den Tageszeitungen, die ungefähr auf 38 Millionen Exemplare regelmäßig kommen, dem stehen gegenüber 20 Millionen Gemeindebriefe, die regelmäßig in Deutschland produziert werden. Ein erfolgreicher Gemeindebrief ist ein Gemeindebrief, der über Menschen berichtet aus der Gemeinde. Nicht unbedingt über alle Beschlüsse des Kirchenvorstandes, sondern über die Menschen, die Gemeinde ausmachen. Das kann die ältere Dame aus dem Besuchskreis sein. Die Konfirmanden sind gerne natürlich ein Thema, dass sie vorgestellt werden. Also ich bin die Sabine Wendt, bin hier als Mediengestalterin angestellt. Das ist diese Neugier, diese menschliche Neugier, die einfach sich auch in einem Gemeindebrief widerspiegeln muss, was nicht heißt, dass es banal daherkommen muss, marktschreierisch, sondern authentisch. Der Gemeindebrief ist ein Spiegelbild der Gemeindearbeit. Was liegt in der Vergangenheit? Was gab es eben für Events? Was gab es vielleicht für besondere Gottesdienste oder sonstige Veranstaltungen? Und solange ich Gemeindebriefe mit einem menschlichen Touch veröffentliche, erreichen sie auch die Menschen und es wird gelesen, mit Sicherheit. Wir wollen, dass eine Gemeinde authentisch daherkommt. Gemeinden sollen mit ihrem Handwerkszeug agieren können. Sie sollen sich nicht unbedingt die Profi-Tipps einverleiben und versuchen, ein Hochglanzmagazin zu machen. Ich habe immer ein Vorwort, ich will die Leser begrüßen. Ich will zum Schluss vielleicht immer Gottesdienste, Termine bringen oder besondere Events, wo ich darauf hinweisen möchte. Also die Konzeption eines Gemeindebriefs, die sollte natürlich die Aktivitäten widerspiegeln. Das sind ganz einfache Rubriken, wie wir sie auch aus der Tageszeitung kennen. Und wenn wir diese Rubriken uns vornehmen und immer wieder abrufen und füllen, dann haben wir eine Konzeption allein schon mal, was den Ablauf eines Gemeindebriefes anbetrifft. So etwas hilft einer Gemeinde, darüber nachzudenken, wer sind wir eigentlich, was stellen wir da? Ein guter Gemeindebrief, ein gutes Gemeindebrief-Layout ist gar nicht so schwer. Also erstmal entscheiden, was für ein Format möchte ich haben. Die meisten Gemeindebriefe funktionieren auf A5 sehr gut und muss mir dann überlegen, wie viele Seiten möchte ich haben, was möchte ich überhaupt veröffentlichen. Man muss sich so eine Art Standard, nennt sich dann Corporate Identity, festlegen. Was möchte ich für eine Schrift haben? Welche Farben möchte ich verwenden? Möchte ich immer einmal ein großes Bild bringen? Habe ich irgendwelche Rubriken, die wiederkehrend sein sollen? Möglicherweise jeder von uns kennt Kochsendungen. Schauen Sie doch mal, wie diese Köchinnen und Köche agieren. Der Teller wird nie ganz voll sein. Das ist, finde ich, ein interessantes Bild zur Beschreibung, wie ein Gemeindebrief-Layout zu sein hat. Und man sollte eben auch nicht zu kleine Schrift achten. Sie sollte gut lesbar sein. Man sollte einen ordentlichen Satzspiegel einhalten. Also sprich, die Seite gut strukturieren. Auch nicht zu bunt. Also macht auch keinen Sinn zu sagen, oh prima, ich bin ein Fan von vielen bunten Farben. Viel Weißraum lassen, viel Luft herum lassen, nicht zu vollpacken. Und sich gerne mal trauen, auch mal ein Bild groß zu zeigen. Nur ein Bild mit einer Überschrift. Und dann muss man im Prinzip nach Geschmack sagen, gut, ich möchte eine Schrift, ich wähle eine Schrift aus und näher mich dann im Prinzip an. Also ich habe jetzt einen Text und habe meinetwegen 1000 Zeichen und möchte die eben auf einer Seite unterbringen. Dann muss ich schon überlegen, will ich jetzt eine Seite, will ich zwei Seiten, und darauf baut so Stück für Stück ja alles auf.
Also ein Text wird nicht besser, nur weil er extrem lang ist. Im Gegenteil, da wird vielleicht viel zu viel drumherum geredet und man bringt es nicht auf den Punkt. Also ich persönlich würde, glaube ich, immer erst den Text schreiben, zumindest grob vorschreiben, was möchte ich haben, was will ich sagen. Und habe aber schon ein Bild mit im Hinterkopf und denke, boah, den Innenhof, die Kirche, was weiß ich, neue Kirchenglocken. Schwarz-Weiß ist auf dem Rückzug, logisch, Farbe ist in. Die ist auch mittlerweile nicht mehr unbedingt so teuer wie früher. Trend zur Farbe heißt auch, ich werde auf den ersten Blick vielfältiger. Also die Bilder spielen schon eine große Rolle, weil wenn mir ein Bild gefällt und da sind Personen und ich sage, oh, das ist interessant, wer ist das denn? Was passiert denn da? Dann nimmt mich das automatisch mit und dann macht es auch Sinn, dass das Bild mal größer ist. Es muss mich einfach erreichen und das erreiche ich nicht, wenn ich nur so ein Briefmarkenformat abbilde. Naja, aus technischer Sicht würde ich Word schon mal komplett außen vor lassen. Da gibt es wirklich bessere Programme für, die eben dann auch druckoptimiert sind. Also wenn man das Ganze später eben drucken lässt, fängt man nicht mit Word an. Es gibt wirklich gute, kostenlose Programme oder für kleines Geld. Also die Profis arbeiten mit InDesign. Also die Druckereien sind dankbar für jedes Programm, was etwas professioneller funktioniert. Ein Laie kriegt das im gewissen Rahmen auch hin, aber vielleicht ist es nicht so schön. Er braucht 2, 3, 4 Anläufe, um sich da erstmal so ein bisschen reinzufinden. Schlussendlich kann man es jeder Druckerei geben, aber es gibt wirklich Druckereien, die sich auf Gemeindebriefdruck spezialisiert haben. Und das kann ich also nur empfehlen. Man wird schon einige Tage dranhängen müssen, aber es kommt eben auch darauf an, was man selbst für einen Standard hat. Was möchte ich erreichen? Möchte ich einfach nur einen Text, ich sag mal schwarz mit 2, 3 Bildern drin? Bin ich schneller fertig, als wenn ich irgendeine Tabelle einfüge, irgendwelche Termine visuell anders darstellen möchte? Oft ist es auch praktisch, wenn 2, 3 Leute zusammenarbeiten und so eine Arbeitsgruppe bilden. Der Gemeindebrief ist ein ganz wichtiges Bindeglied, vor allem natürlich zu den Älteren. Diese älteren Menschen, die sind darauf angewiesen, diesen zuverlässigen Vertriebskanal nutzen zu dürfen. Die Frage, liest den denn dann jemand noch außer den alten Menschen? Ich behaupte einfach, ja. Solange in diesem Gemeindebrief über Menschen berichtet wird, nehmen diesen Gemeindebrief auch andere, jüngere in die Hand. Also mir fällt auf, dass es zunehmend mehr Anzeigen in Gemeindebriefen gibt. Das zum Thema Refinanzierung der Druckkosten. Das ist interessant, von manchen Gemeinden aber nicht unbedingt gewollt. Das sind die Schlagworte Unabhängigkeit und Nichtbeeinflussbarkeit. Dieser Trend, der wird sich fortsetzen, dass man auf Einnahmen von außerhalb von Dritten angewiesen ist, um die Gemeindebriefarbeit aufrechtzuerhalten. Der Gemeindebrief ist durchaus eine Stadtteilzeitung, die wiedergibt, was zunehmend die örtlichen Tageszeitungen gar nicht mehr leisten können. Und ein Gemeindebrief, der einen Stadtteil beobachtet, der die Entwicklungen beobachtet, der Verkehrsmaßnahmen beobachtet, Bauten, Veränderungen, der ist aktiv im städtischen Leben. Und dort wird man feststellen, wenn man da mal auf die Suche geht, aha, es geht darum, Geld, Mittel, Unterstützung zu beschaffen für ganz aktuelle, dringende Themen. Das kann die Kirchturmsanierung sein, das kann die Erneuerung des Zaunes um die Kita sein. Das sind alles Dinge, für die zunehmend weniger Geld vorhanden sein wird in Zukunft. Und an dieser Stelle eine Verbindung zu schaffen zwischen Unterstützern aus dem Ortsteil, aus dem Stadtteil, für die eigenen Interessen, finde ich unheimlich wichtig. Ein Thema, das durchaus im Moment noch nicht so flächendeckend gesehen wird, aber in Zukunft eine wahnsinnig große Bedeutung haben wird. Unser Magazin Gemeindebrief ist ein Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, für die Medienarbeit in Kirchengemeinden. In unserer Printausgabe, die als Abonnement erhältlich ist, findet man 2 monatlich Tipps und Tricks rund um Medienrecht für Kirchengemeinde, ums Layout. Wir rezensieren Gemeindebriefe, zeigen, was andere Gemeinden gut machen. Wir geben Schulnoten von 1 bis 4. Selten gibt es eine 4. Und es gibt mittlerweile sehr oft eine 1 für wirklich hervorragend gemachte Gemeindebriefe. Wir haben Rubriken auf gemeindebrief.de, in denen wir Dinge antippen, von denen wir denken, dass sie für andere auch sinnvoll sind. Print lebt. Dann gibt es die anderen, die sagen, ah, Print ist nicht mehr, ich will alles online machen. Also das ist eine reine
Philosophie, die jeder persönlich für sich an den Tag legt, was er lieber hat. Also ich finde mittlerweile, das eine geht und das ohne das andere nicht. Ich mag beides sehr gerne. Ich will weder auf das eine noch auf das andere wirklich verzichten. Darf man doch stolz sein und das soll bitte auch so bleiben.